Ein fantastischer Grund, auf Linux umzusteigen oder einfach mal Linux zu nutzen, ist die Wiederverwertbarkeit eines alten Notebooks, bei dem das Hausbetriebssystem nicht mehr funktioniert oder auch nicht mehr geupdatet wird. Dabei sprechen wir oftmals von Notebooks, von älteren Notebooks, wie zum Beispiel IBM oder HP Compact Notebooks, wo einfach Windows 10 zum Beispiel nicht mehr drauf läuft. Aber es gibt auch eine Menge MacBooks, die in Kellern rumliegen und in den Schränken rumliegen, wo einfach auch das aktuelle Mac-Betriebssystem nicht mehr darauf aktualisiert werden können. Und diese Nutzer möchten in der Regel nicht auf ein Linux umsteigen, das eher den Flair von Windows hat, sondern sie lieben ja durchaus das schöne stilistische und minimalistische Apple-Design. Und heute schauen wir uns ein Betriebssystem an, welches diesem wunderschönen Designschema auch folgt und somit hervorragend geeignet ist, um alte MacBooks wieder zum Leben zu erwecken. Also schnapp dir einen Tee, los geht's! Einen wunderschönen sonnigen Sonntagnachmittag. Es ist wieder Sonntagszeit für Sonntags-OS und ich bin so ein Typ im Internet, der Dinge macht, und heute installieren wir ein sehr, sehr stilschönes Betriebssystem namens Elementary OS. Elementary OS ist jetzt in der Version 6 tatsächlich erst kürzlich rausgekommen. Jetzt Anfang August. Wir haben jetzt Mitte August. Und ich nehme mir dies doch mal als Anlass, genauer hinzuschauen, was denn das neue Elementary OS 6 so Schönes zu bieten hat. Wir sind hier auf der wunderschönen Homepage und hier sieht man auch dieses filigrane Design. Das wird hier auch auf der Webseite wirklich wunderschön umgesetzt. Und um Elementary OS herunterzuladen, einfach hier entweder einen freiwilligen Betrag spenden, $10, $20 oder $30. Ich gebe jetzt hier einfach mal 0 ein und gehe dann auf Elementary OS herunterladen. Ich selber habe es schon heruntergeladen und auch schon in die virtuelle Maschine eingelegt. Und dann würde ich sagen, schauen wir doch mal, was so passiert. Also, sobald man die Maschine startet, bekommt man auf diesem Bildschirm Try or Install Elementary OS. Und ja, da werde ich jetzt einfach mal bestätigen. Und wir werden auch schon aufgefordert, eine Sprache auszuwählen. So, dann nehmen wir Deutsch. Wir sind in Deutschland. Weiter. So, welche Tastatur wollen wir haben? Ich möchte die deutsche Tastatur und ich nehme die Standardtastatur. Jawohl, die nehmen wir. Weiter. Und jetzt haben wir hier die Möglichkeit, entweder in die Live-Umgebung direkt reinzubooten, damit wir das System sofort testen können, oder wir installieren einfach Laufwerk löschen und installieren. So, Laufwerk löschen und installieren. Das ist auch richtig. Ich habe hier eine 60 GB Festplatte drin oder 65 GB. Einmal löschen und installieren. So, wir verschlüsseln nicht. Es ist immer sehr gut, die Laufwerksverschlüsselung zu aktivieren, gerade bei Notebooks und wenn man damit viel unterwegs ist und vielleicht in einem Café das Notebook mal versehentlich stehen lässt, weil man mal fix auf die Toilette ist, dann ist es am besten, wenn das Laufwerk verschlüsselt ist und da nicht jeder rankommt. Und damit wurde Elementary OS 6 auch schon installiert. Ihr Gerät wird gestartet in so und so viel Sekunden, das heißt, das Notebook oder beziehungsweise die Maschine wird jetzt gleich neu gestartet. Was ich sehr interessant finde, ich drücke jetzt mal auf Neu starten. Was ich sehr interessant finde, ist, dass bis jetzt kein Benutzername und solche Sachen eingerichtet wurden, sondern das wird wahrscheinlich jetzt alles beim ersten Neustart abgefragt. Und das eignet sich natürlich hervorragend, um zum Beispiel für Schulen oder Universitäten oder vielleicht auch im Privaten gleich mehrere Notebooks einfach mal ganz fix mit Elementary OS zu bespielen, ohne es extra erstmal einrichten zu müssen, sondern einfach erstmal drauf installieren,
ausschalten, drauf installieren, aufschalten und dann beim Neustart kann man das Ganze jetzt, so wie hier, direkt einrichten, so dass jeder Nutzer es einrichten kann. So, auch hier Deutschland, quasi ähnlich wie bei so einem OEM-System, ne? Wenn man ein Notebook neu im Laden kauft, dann startet man das erste Mal und kommt ja dann auch zu so einer Ersteinrichtung. Das finde ich schon echt clever gelöst. Also da muss ich sagen, nicht schlecht, nicht schlecht. Vorgabe auswählen. So, und jetzt kommen wir nämlich dazu, zu der eigentlichen Einrichtung. So, wir nehmen voller Name Typ, Benutzername Typ. Dann wählen wir für diesen Benutzernamen Typ ein sehr schweres, kompliziertes Passwort. Und das Passwort ist ein Palindrom. Sehr interessant. So, Einrichtung abschließen. Und schon kann ich mich einloggen. Auch sehr interessant. Also es ist wirklich super einfach und super, super schnell die Installation. Die kann wirklich jeder. So, bevor wir jetzt mal uns alles anschauen, möchte ich mal ganz fix noch den Bildschirm einstellen. Skalieren brauchen wir nicht. Ah, hier. So, Full HD. Und das kann alles so bleiben. Übernehmen. Und Einstellung speichern. Perfekt, super. So sieht das toll aus. So, und dann schieben wir das hier mal noch in die Mitte. Das können wir nicht in die Mitte schieben. So, wenn wir also das erste Mal eingeloggt sind, dann haben wir so ein kleines Willkommensfenster. Willkommen bei Elementary OS. Und hier können wir uns auch schon mal die Grundlagen und auch den Link zur Community-Hilfe einfach mal anschauen. Und wer mitmachen möchte, kann da auch mitmachen. So, wir gehen mal weiter. Was haben wir hier noch? Ah ja, hier kann ich dann auch schon mal das Aussehen auswählen. Die Vorgabe ist einmal hell und dunkel. Ja, so dass alle Akzentfarben dunkel werden. So, ich kann hier mal hier und dann gehen wir noch mal auf hell. Dann haben wir hier den hellen, ja, wie bei einem Mac. Ja, dieses schöne helle Grau. So, ich wurde auch schon benachrichtigt, dass hier zwei Aktualisierungen verfügbar sind mit einer kleinen Glockenton. Finde ich sehr nett. Und was haben wir hier noch? Hier haben wir noch dann die Akzentfarben. Ich nehme jetzt einfach mal ein knalliges Rot. Ah ja, da wird dann alles in so einen Rotstich gelagert. Und hier der Rahmen ist jetzt rot. Und ich nehme mal an, genau, ich habe jetzt auf Kamera gedrückt. Da passiert natürlich jetzt nicht viel. Es ist auch rot. Und ansonsten sind die Akzentfarben. Ich nehme jetzt einfach mal grün und dunkel. Dann machen wir mal weiter. Nachtmodus ist eine sehr, sehr wichtige Einstellung, denn gerade wer abends im Dunkeln noch mit dem Notebook quasi ins Bett geht und da vielleicht noch ein bisschen im Internet surft oder vielleicht sogar einen Film guckt, da ist es sinnvoll und gesünder für die Augen, die Lichttemperatur des Notebooks entsprechend etwas runter zu regeln. Ich glaube nicht, dass das jetzt hier in der virtuellen Maschine funktioniert. Ich selber nutze das aber bei meinem normalen Betriebssystem auch. So, hier kann ich auch noch mal aufräumen. Alte Dateien können nach 30 Tagen automatisch gelöscht werden, wenn ich das möchte. Hier kann ich mich mit Online-Konten verbinden. Allerdings anders, als man jetzt denkt, sind hier tatsächlich nur E-Mail-Konto und Kalenderkonto. Also nicht hier Facebook und Pinterest und LinkedIn und mit was man sich sonst noch so alles verbinden könnte. Das wird hier gar nicht angeboten, sondern wirklich nur, hier geht es um dann den E-Mail-Account nachher. So, und hier kommen wir dann gleich zum App Center. Das machen wir aber dann später separat. Und hier kann ich dann nochmal die Systemeinstellungen öffnen. Das können wir auch gleich mal machen, um zu schauen, was wir sonst noch so alles Schönes einstellen können. So, zuallererst möchte ich einfach mal überhaupt so auf das gesamte Design ein bisschen schauen. Also die Desktop-Umgebung nennt sich Pantheon. Und ist ein GNOME-Fork. Das heißt, man bedient sich den GNOME-Bibliotheken, um das Ganze hier zu erstellen. Man hat hier ein wunderschönes Dock, das kennt man ebenfalls von Mac. Das ist ja bei Mac OS ja quasi ikonisch, das große Dock. Und oben dann die Statusleiste mit der Uhrzeit und dem ja, Datum. Dann hier die Benachrichtigungssymbole, Lautstärke.
Netzwerkeinstellung und hier dann so eine Art Anwendungsstarter. Die Systemeinstellungen sind sehr, sehr schön übersichtlich gestaltet. Hier haben wir zum Beispiel die Standardanwendungen, die wir hier einstellen können. Auch Anwendungen, die automatisch gestartet werden, sobald ich mich einlogge und welche Zugriffsrechte hier für welche Anwendung dann erfolgen sollen, kann ich hier alles nochmal explizit einstellen. Genau das gleiche mit Hardware. Ein Druckertreiber, der CAPS-Treiber, ist in der Regel schon vorinstalliert. Das heißt, Drucker, gerade HP-Drucker oder auch Brother, Drucker von Brother, sollten hier problemlos gleich Plug-and-Play funktionieren. Dann habe ich hier noch Netzwerkeinstellungen, Bluetooth und Freigabeeinstellungen, falls ich einen Netzwerkordner verbinden möchte. Und hier habe ich nochmal das gleiche mit den Internetkonten, mit dem E-Mail-Account. Und hier unten habe ich die Möglichkeit, Benutzerkonten, neue Benutzerkonten einzurichten, Datum und Uhrzeit auch nochmal einzustellen. Was ich übrigens jetzt machen muss, weil das stimmt hier nämlich nicht. Ich befinde mich nämlich in einer anderen Zeitzone, nämlich in Europa Berlin. Und jetzt sehen wir hier von 8.47 Uhr, sind wir schon auf 10.47 Uhr. Und ja, genau. So, einmal zurück. Und schön ist auch hier die Rechnerzeit und Beschränkungen. Das ist besonders schön, wenn ich Kinder habe. Dann kann ich Kind-Account einrichten und kann mit meinem Eltern-Account einstellen, von wann bis wann das Notebook oder das Internet und so weiter oder bestimmte Anwendungen genutzt werden können, und kann das dann hier einstellen. Ja, und wenn die Uhrzeit erreicht ist, zum Beispiel bis 9 Uhr am Abend darf das Kind noch im Internet, dann wird die Internetverbindung für das Kind abgeschalten, Punkt 21 Uhr, egal was das Kind gerade am Rechner macht. Ja, das ist eine super Funktion für die ganze Familie. Und bei Zugangshilfen kann ich hier auch nochmal Einstellungen vornehmen, wenn ich zum Beispiel sehbehindert bin oder ähnliches. So, was haben wir hier nochmal bei System? Genau, auf Basis von Ubuntu 20.04, LTS ist das Elementary OS Odin. Und hier können wir auch nochmal schauen, was ich denn hier so alles habe. Und standardgemäß mitgeliefert wird der Linux-Kernel 5.11. Der ist so ziemlich aktuell tatsächlich und finde ich auf jeden Fall sehr, sehr, sehr gut. So, dann schauen wir doch mal nach, was wir denn so alles an Anwendungen vorinstalliert haben, und fangen gleich mal hier unten bei der Leiste an. So, hier ganz links habe ich dann eine Übersicht der Arbeitsflächen. Das heißt, ich habe hier die Möglichkeit, mehrere Arbeitsflächen zu nutzen. Ich bin jetzt auf Arbeitsfläche Nummer 2 gegangen, aber ich glaube, mehr Arbeitsflächen gibt es hier auch gar nicht. Ah ja, hier unten kann ich dann noch eine hinzufügen. Ich mache jetzt hier mal den Browser auf und gehe mal auf die Arbeitsfläche, gehe auf eine neue Arbeitsfläche und mache zum Beispiel den Kalender auf. Und dann kann ich hier auch zwischen verschiedenen Arbeitsflächen, zum Beispiel die Internet-Arbeitsfläche und eine Arbeitsarbeitsfläche oder eine Gaming-Arbeitsfläche, kann ich zwischen den Arbeitsflächen hin und her schalten. So, machen wir mal hier weg. Sehr gut. So, willkommen im Web. Das ist unser Webbrowser. Und das ist ziemlich interessant, weil ich den Webbrowser in der Form so noch nicht kenne. Ich nehme mal an, das ist der Midori-Browser. So richtig genau weiß ich es nicht. Aber man kann hier auch mit Firefox Sync. GNOME Web ist nicht Firefox und wird nicht von Mozilla entwickelt oder unterstützt. Ja, das habe ich mir schon fast gedacht. Allerdings kann man, da Firefox selber ja Open Source ist, kann man natürlich auch sämtliche Dienste und Schnittstellen von Firefox einfach mit in sein Projekt quasi nutzen. Und ich denke mal, das ist hier der Midori Browser, der hier genutzt wird. Leider steht das hier nirgendwo. Habe ich hier die Möglichkeit, das hier irgendwie einzusehen? Keine Lesezeichen? Nein. Naja, ist ja auch nicht so schlimm. Dann gehen wir mal hier unten weiter. Was haben wir hier noch? Ein E-Mail-Programm. Und zwar sieht aus wie ganz normal GNOME Mail. Auch von GNOME. Dann haben wir hier noch eine Aufgabenverwaltung, ein Kalender. Also so kleine Standard-Büro-Anwendungen. Und so ganz typisch auch ein bisschen im Mac-Stil, ja, so kleine Programmchen für jeden
ja, für jeden Dienst, für jeden Nutzen ein kleines separates Programmchen. So, als Musik haben wir hier einen ganz normalen Musikplayer. So, schauen wir mal nach, ob wir hier irgendwas daraus erkennen. Ja, es ist sehr minimalistisch gehalten, was wirklich super ist. Dann haben wir einen einfachen Videoplayer, der genauso minimalistisch ist wie der Musikplayer. Eine Anwendung zum Anzeigen von Fotos. Sieht ähnlich aus wie der Video- und der Musikplayer. Und dann haben wir hier noch die Einstellung, wo wir eben schon drin waren. Und hier haben wir noch ein App Center. Und da kommen wir aber gleich dazu. So, schauen wir mal hier oben in das Menü rein, was wir hier so haben. Wir haben hier oben so eine Art App-Menü. Das ist an sich super hervorragend, weil man hier sofort Zugriff auf alle Anwendungen hat, die man so installiert hat. Einen kleinen Nachteil sehe ich hier. Es lässt sich leider nicht so schön kategorisieren. Ah doch, hier über hier lässt sich das schön kategorisieren. In dieser Kachelansicht ist es leider nicht so schön kategorisiert oder dass man das in kleinen Ordnern gruppieren kann, so wie man das zum Beispiel auf einem iPad kennt oder auf einem iPhone, wenn man da die Apps so in Kacheln sortiert, in so Unterordner. Aber hier kann ich das Ganze dann nach Kategorien gruppieren. Ja, Internet, Multimedia, Grafik. Ist jetzt nicht allzu viel installiert, was auch sehr schön ist. Ja, man soll wirklich nur die Anwendungen dann auch drauf haben, die man auch wirklich nutzen möchte. Nicht fehlen darf natürlich der Terminal. Und hier wird dann auch schon mal kurz erklärt, wie man hier das Terminal nutzt, wie man Rootrechte bekommen kann, indem man einfach sudo vor das jeweilige Kommando schreibt, wie zum Beispiel sudo apt neofetch. Und jawohl, wir möchten das installieren. Und dann schauen wir mal, wie schnell das funktioniert. Das geht wirklich super schnell. Und dann habe ich NeoFetch installiert. Sehr schön. So sieht das Ganze dann aus. Ja, also der Desktop ist Pantheon Desktop. Und das Theme ist das Lime-Theme von Elementary. Und die Icons sind ebenfalls das Elementary-Icon von der GTK3 Bibliothek, wo auch GNOME quasi herkommt. So, schauen wir mal in den Apps Center, in das App Center rein. Das App Center ist quasi so die zentrale Schnittstelle für, ja, für alles. Hier kann man auch gleich Aktualisierungen durchführen. Die wurden mir hier oben auch schon angeboten. Ja, ich kann hier schon mal schauen, welche Sachen ich hier schon installiert habe. So, wir können ja mal eine Aktualisierung einfach durchführen. 3 MB groß. Schauen wir mal, wie schnell das geht. Was haben wir hier? Ein paar Treiber, ein Audio-Treiber. Aktualisierung haben wir. Und ein OpenSSH-Client wird ja auch nochmal aktualisiert. Ja, und damit ist die Aktualisierung schon durch, nicht? So wie es aussieht. Keine Aktualisierung verfügbar. Fantastisch. So, und hier. Dieses App Center ist tatsächlich auch sehr ikonisch für Elementary OS, weil es wirklich unglaublich schön übersichtlich ist. Es ist alles in Kategorien angeordnet und ich kann hier wirklich in den Kategorien gehen und finde alles, was ich brauche. Ich habe schon bei einigen anderen YouTubern, die Elementary OS vorgestellt haben, mitgekriegt, dass irgendetwas nicht so richtig hinhaut mit dem App Center hier bei dem Update oder bei dem Upgrade. Ich weiß nicht, woran es liegt, ob es jetzt vielleicht daran liegt, dass das in einer virtuellen Maschine hier gestartet wird oder möglicherweise fehlt noch irgendeine Einstellung. Es werden unglücklicherweise nicht alle Anwendungen hier angezeigt, nur Elementary eigene Anwendungen. Das ist ein bisschen komisch. Ich nehme mal an, dass sobald man das Elementary OS auf einem richtigen Rechner installiert, dann ist das Ganze auch wieder vollständig. Bei Elementary OS bedient man sich bei der Installation von Anwendungen an Flatpaks. Ja, anders als zum Beispiel habe ich ja gerade NeoFetch installiert über das Repository, über das Ubuntu-Repository mit apt-install. Und dann NeoFetch in dem Falle.
Und das ist auch ziemlich gut, das kann ziemlich gut sein, weil das hat nicht funktioniert, okay. So, weil dann werden alle Sachen aus den Repositories gezogen, die auch für die Verwendung dieses Programms benötigt werden. Allerdings kann das auch etwas nachteilig sein, besonders dann, wenn man eine Anwendung startet, die gar nicht zum Beispiel für dieses Framework gebaut wurde. Als kleines Beispiel. Wenn ich zum Beispiel Kdenlive installieren möchte. Kdenlive ist eine Videoschnittanwendung und es ist eines der beliebtesten in der Linux-Community, wird Kdenlive zum Videobearbeitung standardgemäß genutzt. Wenn ich Kdenlive jetzt installieren möchte, ja, da gehen wir einfach mal hin, apt install. Ich mache erstmal die Listen aktualisieren, Update. So, jawohl. Und dann install Kdenlive. Dann werden wir jetzt gleich etwas sehen. So, wir fangen erstmal hier an. Das ist alles das, was, wenn ich jetzt Kdenlive installiere, werden alle diese Sachen nachinstalliert. Das sind Abhängigkeiten, die notwendig sind, damit Kdenlive auf diesem Betriebssystem hier funktioniert, damit ich das nutzen kann. Und das ist erstmal alles soweit so gut. Was ich hier schon auf den ersten Blick sehe, und wenn du genau hinguckst, siehst du das auch, ist diese kleine Kürzel Qt5. Ja, hier ist Qt5, dann hier auch libqt5.xml. Wie du sicher weißt, gibt es ja zwei, ich sag mal so, Desktop-Umgebungen, so zwei Haupt-Desktop-Umgebungen. Das ist einmal die GNOME-Desktop-Umgebung und einmal die KDE-Desktop-Umgebung. Beide Desktop-Umgebungen sind in einem unterschiedlichen Framework geschrieben. GNOME ist in GTK Plus, nutzt das GTK Plus Framework und KDE nutzt eben das Qt5 Framework oder auch Qt5 Framework genannt. Das kann durchaus zu Problemen führen, wenn ich eine Qt5-Anwendung auf GNOME ausführe und umgekehrt, nämlich auch was das Aussehen betrifft. Und das zeige ich dir jetzt mal hier. Wir installieren jetzt einfach mal Kdenlive hier direkt auf dem Pantheon Desktop, was ja quasi ein GNOME ist. Und schon ist er fertig. Und dann müssten wir KDE Kdenlive jetzt hier auch sehen. Hier hat er noch einige andere Sachen nachinstalliert. Das ist einmal KDE Connect und KDE Connect SMS. So, ich öffne jetzt einfach mal Kdenlive und dann schauen wir mal, was passiert. So, genau. Und hier halt, das machen wir jetzt erstmal zu. So, und hier sehen wir auch schon so ein bisschen das Problem. So, sieht auf den ersten Blick erstmal ganz okay aus. Ja, ist jetzt leider in weiß gehalten, obwohl wir ja die Oberfläche vorhin auf dunkel gestellt haben. Das heißt, Kdenlive hat das Desktop-Thema, was ich eingestellt habe, nicht übernommen. So, und eine kleine weitere Anomalie sieht man dann hier zum Beispiel hier unten. Ja, dass hier zum Beispiel diese weiße Schrift auf hellem Hintergrund quasi nicht richtig lesbar ist. Ja, vieles wurde versucht umzusetzen. Ja, und es lässt sich sicherlich auch super normal damit arbeiten. Nur hier sehe ich zum Beispiel die ganzen ja, Bedienelemente nicht richtig. Jetzt zeige ich dir mal das Kdenlive, wie es aussehen sollte, wenn es auf KDE installiert ist. Und dazu wechseln wir mal ganz fix auf meinen Desktop. So, kleiner Moment. Ja, jetzt einmal hier. So, das ist jetzt quasi meine echte Arbeitsumgebung hier. Und ich starte jetzt mal hier Kdenlive. So. So sieht Kdenlive, also ich nutze in meinem normalen System nutze ich KDE Plasma in der Dragonized Edition und so sieht dann Kdenlive aus, wenn ich das ganz normal aus den Repositories in KDE auch ja, installiere. Dann passt das gesamte
Optische Thema passt sich meinem Thema auch an, wie ich es eingestellt habe. Das heißt, wenn ich in den Einstellungen jetzt hier das Aussehen verändere von meiner Desktop-Umgebung, ein neues Theme auswähle, dann passt sich dieses Theme automatisch auch hier im Kdenlive dann mit an oder eben auch bei allen anderen Qt-Anwendungen, also Qt5-Anwendungen. So. Wie kann man aber dieses Problem nun umgehen, sodass dieses Problem eben nicht auftritt bei so hier ja hier bei GNOME Oberflächen? Ganz einfach, mit Flatpaks löst man das Ganze. Und Flatpaks hat noch einen Vorteil, den ich dann gleich noch nenne oder anders. Wir versuchen jetzt erstmal Kdenlive hier wieder zu deinstallieren und zu entfernen. Dazu brauche ich nochmal das Terminal. Und da kommen wir nämlich jetzt auch gleich zu einem nächsten Problem. So, dann machen wir sudo apt remove, ist das, glaube ich. Sudo apt remove und dann kdenlive. So. Und hier sehen wir jetzt, dass die Daten, die entfernt werden, deutlich weniger sind als die, die wir vorher installiert haben. Das heißt, es bleibt jetzt eine ganze Menge, ich sag mal, Datenmüll auf meinem Rechner liegen, den ich vielleicht auch gar nicht mehr brauche. Und das ist natürlich auch so ein bisschen nachteilig. So, das Ganze ist jetzt weg. So, wir können mal gucken, müsste hier auch verschwunden sein. Ja, KDE Connect zum Beispiel ist noch geblieben. Das müsste ich jetzt alles manuell noch nach entfernen, wenn ich das dann möchte, wenn ich es dann nicht brauche. So, und jetzt öffnen wir mal den Browser und gehen auf FlatHub. Googeln wir einfach mal FlatHub. Ja, so hier FlatHub.org. Linux-Anwendungen. So, hier auf FlatHub sind so ziemlich alle Linux- und Open-Source-Anwendungen zu finden, die es aktuell so auf dem Markt gibt. Ja, bis auf ein paar wenige einzelne, aber das ist schon fast nicht mehr nennenswert. Und jetzt suchen wir mal hier als Beispiel Kdenlive einfach mal raus. Ja, wie du siehst, hier ist auch Spotify, Firefox, sogar Minecraft, GIMP, VLC Player, alles Sachen, die man auch so kennt. So, Kdenlive. Einmal suchen, so hier habe ich Kdenlive. Und das installieren wir jetzt einfach hier auf Install drücken. Dann wird das heruntergeladen. Und dann kann ich jetzt hier einmal draufklicken. Dann fragt er jetzt nicht vertrauenswürdige App Kdenlive installieren. Nicht vertrauenswürdig deshalb, weil ich es jetzt nicht direkt aus dem App Store installiere. Was halt daran liegt, dass der App Store momentan keine Flat-Pakete anzeigt. Wie gesagt, das kann nur ein Einstellungsproblem sein. So, hier fällt auch als erstes auf, dieses Paket ist deutlich größer. Das vorhin war ungefähr 400 Megabyte groß. Hier sind wir bei fast einem Gigabyte. Und habe ich, ach, hier den Haken rein, habe ich verstanden. Und dann trotzdem installieren. Jetzt lädt er erstmal alles runter. Und zwar, was jetzt passiert ist, der lädt jetzt alle Abhängigkeiten, die er braucht, ganz unabhängig davon, ob ich diese hier schon auf meinem System habe oder nicht, lädt er der runter und packt das alles in dieses Flat-Paket. Und dann öffnet er diese Anwendung in diesem Flat-Container, wie in so einer Sandbox. Das heißt, diese Anwendung konfiguriert sich nur innerhalb dieses Containers. Nichts kann von außen auf diesen Container drauf zugreifen. Ja, hier ist er sogar schon fertig. So, gehen wir mal Anwendung öffnen und schauen uns jetzt mal an, wie es jetzt aussieht. So sieht der Container aus. Und was stellen wir fest? Jetzt ist es schon deutlich besser. Jetzt hat er zum Beispiel auch das dunkle Design übernommen von meinem Design quasi. Ja, und es ist jetzt von den Controls zum Beispiel und den Buttons schon deutlich besser lesbar.
Ja, es ist nicht noch nicht perfekt. Es gibt sicherlich noch eine Menge Luft nach oben. Die Symbole sind so fast alle von meinem Elementary-Paket übernommen worden. Die werden damit eingearbeitet. Ja, das hier sind alles keine KDE-Symbole, sondern das sind alles hier Elementary-Symbole. Ja, und so sieht das dann schon deutlich besser aus. Man kann schon deutlich besser damit arbeiten. Und der Vorteil ist auch, wenn ich das Ganze deinstallieren möchte. Muss mal gucken, das müsste hier schon. Ich müsste ja einmal mich aus- und wieder einloggen. Wenn ich es deinstallieren möchte, dann wird wirklich das gesamte Flat-Paket entfernt, inklusive aller Abhängigkeiten. Das heißt, diese ganzen 900 Megabyte an Daten werden dann auch bei der Deinstallation wieder entfernt. Wir können mal schauen, ob das Ganze jetzt im App Center zu finden ist. Ich schaue mal schnell. Okay, dann. Live leider nicht. Sieht nicht so aus. Hat er hier nicht mit übernommen. Ja, wie gesagt, das wird wahrscheinlich, vielleicht ist es auch nur ein Bug, der mit den nächsten Updates dann behoben wird. Werden wir sehen. So, kommen wir nun zu einem groben Fazit. Für wen eignet sich Elementary OS? Elementary OS eignet sich im Prinzip für jeden. Für jeden, der nicht sonderlich viel komplizierte Sachen mit seinem Notebook oder mit seinem PC machen möchte, der hier und da einfach mal ein bisschen im Internet surft, vielleicht mal die ein oder andere Schreibanwendung oder eine E-Mail schreiben möchte, so für den ganz regulären Nutzer nebenbei. Zusätzlich bietet Elementary OS wirklich ein wunderschönes Design, das dem Mac-Design wirklich ziemlich ähnlich kommt. Was besonders schön dann ist, wenn man ein altes Mac-Notebook, ein MacBook quasi, nochmal wiederverwerten möchte, ja, dann kann man hier Elementary OS draufspielen und hat dann eben nicht dieses Windows-typische Microsoft Windows-Layout, sondern wirklich ein schönes, sauberes, cleanes Mac-Layout. Aber was weiß ich schon, ich bin ja nur so ein Typ im Internet.